Hallo und willkommen zum 10. Part von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Wir fahren mit Baby Rosalina, dem Tanuki Buggy, dem Schwammreifen und dem Heißtörnchen-Gleiter. Wir möchten, also mal sehen, Part 9, Part 7, Part 8, Part 9, was ist dann? Genau, im Panzercup. Ach komm schon, jetzt schon. Na toll. Ach man.
Ach komm schon, was war denn das jetzt ein Blödsinn? Das fängt der schon wieder an, Mann. Der Lemmy, was will denn der überhaupt? Ihr seid eigentlich ein Lemmy, was willst du überhaupt? Hans, kannst doch gar nichts. Besser als du, haha. Nein, ich muss fast noch nicht ins Wasser fahren, das macht dich langsamer. Du bist halt, ach man, komm schon, was soll denn das jetzt? Lemmy, hör auf! Ihr nervt jetzt ziemlich so, diese Lemmy. Ach komm schon, ah, was soll denn das jetzt? Na Mann! Ach komm schon, das da runter, Mann. Was soll denn das jetzt? Es klebst da oben fest oder was? Ach komm schon, immer das Gleiche. Das ist echt so.
Nein! Nein, nicht doch mal! Jetzt spiele ich mit Gold, jetzt spiele ich mit Gold Mario. Jetzt auch Metall Mario, aber Gold Mario sieht schön aus eben. Kann man übrigens freischalten, wenn man alle Cups gewonnen hat, eben mit 3 Sternen eben. Wenn man in 20 CM und 150 CM Spiegel alle 3 Sterne geholt hat mit Gold Cup eben, dann kann man diesen Charakter freischalten eben. Jetzt ich fahre mit Bolide, mit den Holzreifen und dem Sonnenschirmleiter eben. Wo sollte ich nicht besser im Gold? Im Gold? Ja gut, mir fehlen die Goldreifen eben, ist das Problem, oder? Ja gut, mir fehlen die Goldreifen. Dann macht man das Standard eben und macht man das Ganze komplett golden eben, genau. Damit der Mario, das ist der goldene Mario. Wir fahren mit dem Goldkart eben. Die Goldreifen habe ich nicht eben, weil das viel zu schwer ist für mich eben zum Freischalten eben. Aber den Goldkleider habe ich auch. Also ich fahre mit Goldkart, Standardreifen und den Goldkleider eben. Und mit Gold Mario eben. Im Bananencup eben. Und die Goldreifen schaltet ihr frei, wenn ihr gegen alle Nintendo-Geister im Zeitfahren gewonnen habt eben. Aber das ist so schwer. Die Zeitgeister von Nintendo sind so gut, dass ich da wirklich verzweifelt bin daran. Und ich habe es einfach nicht geschafft eben. Deswegen ja, ich schaffe es ihr es ja, aber ich schaffe es auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe es auch schon aufgegeben. Aber ja. Den Goldleiter schaltet übrigens frei, wenn ihr 10.000 Münzen gesammelt habt. Also nicht. Jetzt beginnen wir mal mit dem Rennen. Ach komm schon! Ach ja, Mann! Schießt mich jeder ab, oder was? Mach ich ihn da? Nein, du sollst doch nicht driften, Nein! Nein, was machst du denn da?
Ach man, das konnte ich jetzt nicht sehen. Nein. Aber ist es immer noch der Baum, das ist gar nicht gesagt. Oh, doch noch erster Platz. Nein. Yes. Wo gehe ich, fahre ich wieder hin nach Mann. Ist mir auch verdient, da ich bei mir schlechte Gefahr mir einfach mal immer ehrlich, Mann. Das war schlecht von mir, da habe ich echt schlecht gefahren. Ich war dann im Gras, ich habe vielleicht gedürftet oder nicht. Das war echt nicht gut von mir. Aber ich kann noch immer gewinnen. Also ist doch alles offen.
Ach komm schon. Nein. Es hatte mal auf. Ach, komm schon. Bananen! Was ich mit Bananen eigentlich mag. Gut, ich kann es den Block nutzen, aber trotzdem. Ich erst nutzen mir die Bahn nicht so viel wirklich. Nicht ins Gras fahren, du Honk! Kann ich runterfallen? Das muss nicht verlieren. Yes. Das war's mit Part 10 Das war's mit Part 10 von Let's Play Mark Deluxe.
Danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.